In der Klinik am Südring bringt Tobias Knopf seine Mitbewohnerin in die Notaufnahme. Tine Fellhauer hat sich bei einem merkwürdigen Sturz heftig am Knie verletzt. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Tine. Ja, und weiter, Frau Tine? Fellhauer. Frau Fellhauer, okay. Und Sie sind der Freund? Der Mitbewohner. Der Mitbewohner, okay. So, was ist denn passiert? Ich bin die Treppe gestürzt und hatte vorher eine Hypnose. Im Moment, was bitte? Sie hatten eine... Ich hatte eine Hypnose. Kommt noch jemand? Was ist passiert? Sie sind bitte wer? Mein Name ist Marnau. Entschuldigung, ich bin die Schwester von Tobias und Tina ist meine Mitbewohnerin. Schwester, Mitbewohnerin, ja, okay. Befreundet. Und befreundet, okay, so. Sollen wir rübergehen und drüben erzählen vielleicht? Komm, ist besser. Die junge Frau, die Tine Fellhauer, kam zu uns in die Notaufnahme. Sie hatte offensichtlich einen Unfall erlitten, hatte sich das Bein verdreht. Es war eine Schürfwunde zu sehen. Wir mussten weiter schauen, ob da mehr hintersteckt, Knieverletzung oder so. Aber welche Dimensionen das noch annehmen würde, das haben wir da am Anfang gar nicht übersehen können. Was war denn da los? Bitte noch mal vom Anfang an. Sie, Maske ruhig sie ist gestürzt, da war eine Hypnose im Spiel. Wer, wie, was? Bitte erzählen Sie es mir. Ich muss das wissen, damit wir die Vorgeschichte wissen. Ja, wissen Sie, ich mache eine Ausbildung zum Heilpraktiker. Und Heilpraktiker. Sie hat gesagt, sie hat Migräne, Kopfschmerzen und ich dachte, ich könnte ihr helfen. Und ja, wollte sie dann hypnotisieren und habe davon gehofft, dass ihre Kopfschmerzen weggehen. Und auf einmal spricht... Haben Sie die Mitbewohnerin einfach so mal eben hypnotisiert? Ich wollte nur helfen. Er macht eine Ausbildung zum Heilpraktiker und wir wollten ihm eine neue Chance geben. Und er wohnt jetzt schon länger bei uns und er wollte ihr helfen wegen den Kopfschmerzen. Das ist ja erstmal sehr ehrenwert, ja. Aber es scheint ja irgendwie nicht so gut gegangen zu sein. Also, Hypnose hat geklappt oder nicht geklappt oder wie war das? Und wie ging es dann weiter? Ich kann mich einfach nichts erinnern. Auf einmal... liege ich da unten, ich bin die Treppe gestürzt und habe richtig krasse Schmerzen. Meine Kopfschmerzen sind aber auch nicht weg, also hat die Hypnose auch gar nicht geholfen. Hypnose ist eine alte Technik, wo durch suggestive Verfahren der Hypnotiseur beim Patienten eine gewisse tiefe Trance induziert, das heißt also einen veränderten Bewusstseinszustand, der schlafähnlich ist, teilweise noch ein bisschen tiefer gehend als ein Schlaf, gut gemacht und in Händen von ausgebildeten Leuten ist das ein seriöses Therapieverfahren. Hier in diesem Fall hatte es ganz andere Hintergründe und dafür ist die Hypnose natürlich überhaupt nicht gedacht und gemacht. Ich muss jetzt einmal die Beweglichkeit checken. Ja. Ich bin vorsichtig, kann aber sein, dass es Ihnen wehtut. Ja, ist eine Blockade. Versuchen Sie nicht gegenzuspannen. Mhm. Bis da geht. Ja. Weiter nicht? Nee. Okay. Also, wir versorgen jetzt erstmal die Wunde. Das ist nur oberflächlich. Und ich denke, ich weiß es nicht, aber ich denke, Frau Fellhauer, da könnte was kaputt sein am Meniskus. Gebrochen, ich weiß es nicht, aber der Meniskus könnte in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Wir möchten auf jeden Fall eine Bildgebung machen. Das heißt, ich werde veranlassen, dass wir erstens eine ganz normale Röntgenaufnahme machen vom Knie. Mhm. Und da sieht man aber nur die Knochen. Und zweitens dann auch eine Kernspintomographie. Da sieht man dann auch die Weichteile, die Bänder, die Gelenke und so weiter. Und dann muss man gucken, was da rauskommt. Das Kniegelenk ist eins der belasteten Gelenke im Körper überhaupt, weil es muss ja bei jedem Schritt das ganze Körpergewicht tragen. Und da hat die Natur einen sehr schönen Puffer eingebaut. Meniskus sind zwei Gelkissen, kann man sagen, links und rechts vom Kniegelenk, die das Kniegelenk einerseits stabilisieren, andererseits führen und auch die Gelenkschmiere abgeben, damit das Gelenk immer schön rund läuft. Herr Doktor, wäre das möglich, wenn wir uns vielleicht kurz noch mal separat unterhalten könnten? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja, dann kommen Sie doch mal rüber in den anderen Behandlungsraum. Ich melde Sie jetzt mal an. Ne? So, es tut mir erstmal wirklich leid für diesen ganzen Stress, der hier erzeugt wurde. Und zwar Tine und ich wohnen schon länger zusammen, wir sind gute Freunde. Mhm.
Und ich habe damals meinen Zwillingsbruder quasi, wir wurden getrennt. Zwillingsbruder? Genau, sogar. Wir sind okay. Zwillingsbruder. Mhm. Und mit 5 Jahren ist er dann zu meinem Vater gekommen, zu unserem Vater. Und ich bin bei der Mutter geblieben und da ging so viel schief. Er wurde kriminell und, und wir wollen ihm jetzt eine neue Chance geben. Das heißt, mit dieser Heilpraktika-Ausbildung ist das wirklich jetzt seine neue Chance. Und genau deswegen habe ich jetzt Angst, dass hier irgendwas missverstanden wird oder sowas. Das ist ja wirklich sehr, sehr ehrenwert von Ihnen. Jeder auch, der mal vielleicht im Gefängnis war oder was weiß ich, sollte eine zweite Chance verdient haben. Wenn wir schon so ehrlich reden, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich habe da so meine Zweifel mit dieser Hypnose, ob der das wirklich kann. Das ist so ein bisschen, als lassen Sie den Klempnerlehrling an der Druckleitung schrauben. Ja, ja. Von daher, wir gucken jetzt erstmal nach der Medizin, aber ich finde ganz toll, dass Sie mir diese Hintergrundinformation gegeben haben. Leider steckt hinter Tobias Hypnoseversuchen alles andere als gute Absicht. Denn neben dem verletzten Knie treten bei Tine gleich bedrohliche Symptome auf. Zunächst wartet aber bereits die erste schlechte Nachricht auf die 27-Jährige. Die Röntgenbilder zeigen etwas Schwerwiegendes bei der Fitnesstrainerin. Ich habe eine gute Nachricht für Sie und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es ist nichts gebrochen. Ja? Knochen, alles heile. Die schlechte Nachricht ist, der Meniskus ist gerissen. Und das müssen wir jetzt wahrscheinlich doch, Frau Fehlhauer, operieren. Ja? Ich werde das mit den Unfallchirurgen besprechen. Wann und wie die da dran gehen wollen, wann die Kapazitäten haben, welche OP-Technik die anwenden wollen. Wahrscheinlich gar nicht Vollnarkose, sondern Regionalanästhesie, Rückenmarkspritze und dann arthroskopisch, also ohne großen Schnitt, per Kniegelenksspiegelung machen die das heute sehr elegant. Okay, das heißt, ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt, kannst du mal rumtelefonieren auf der Unfallchirurgie. Mhm. Du kümmerst dich um ein Bett, ich piepst den Oberarzt an und dann sehen wir mal weiter. Ja. Okay. Warte mal, das Geräusch kommt mir bekannt vor. Wie? Welches Geräusch? Ist das Handypiepen? Kommt Ihnen bekannt vor? Ja, ja. Das Geräusch habe ich in meinem Zimmer gehört. Warte mal, was haben wir da gemacht? Was hast du da mit mir gemacht? Wir waren nicht in deinem Zimmer. Warte, doch, wir waren in meinem Zimmer und ich war in meinem Computer. Warte. Nein, wir waren. Doch. Warum sollten wir in deinem Computer sein? Ja, genau. Was hat das jetzt da? Hypnose oder was? Und sie kann sich nicht erinnern. Durch den Sturz ist sie ein junger Mann, Herr Knopf war der Name. Ja, Herr Knopf. Ja. Das wird alles, sieh mal, Sie kommen da auf einmal in ein ganz komisches Licht in meiner Sicht. Nein, also wir waren nicht in Ihrem Zimmer. Was sollen wir am Computer? Was sollen wir in Ihrem Zimmer? Mein Handy hat geklingelt, sorry. Die Patientin schien getriggert durch ein Handyklingeln, sich plötzlich an Dinge zu erinnern in der Hypnose. Die Geschichte wurde aber immer unklarer und der junge Mann, der Hypnotiseur, dem ich spätestens da schon nicht mehr über den Weg getraut habe, hat sich dann auch noch versucht rauszureden. Bevor wir das aber klären konnten, was da eigentlich passiert war, kam es zu einer dramatischen Entwicklung, die dann Vorrang hatte vor allem anderen. Was ist los? Frau Fehlhauer? Hallo. So, leg sie mal bitte hin. Mhm. Ja. Und dann mal Druck machen. So, vorsichtig. Kommen Sie mal rüber. Lassen Sie die Stuhl. Ich komme da rum. Nee, bleiben Sie sitzen. Bleiben Sie sitzen, bitte. Jetzt schauen Sie mich an, bitte. Schauen Sie mich an. Was ist jetzt los? Schauen Sie mich an. Können Sie mich hören? Können Sie mit mir sprechen? Können Sie mich verstehen? Ja. Schauen Sie mich an und versuchen Sie bitte zu lächeln. Ist jetzt komisch, ich mache jetzt neurologische Tests mit Ihnen. Versuchen Sie richtig zu lächeln. Die Mundwinkel kommen nicht so richtig hoch. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Hört sich ganz albern an. Sie sprechen mir bitte nach. Ich bin hier in der Klinik am Südring. Ich, Tine, Sprachstörung. Tine, ja. Klinik. Ja. Den Verdacht auf eine Hirndurchblutungsstörung, den Verdacht auf einen Schlaganfall, versuchen wir mit ein paar einfachen Tests zu widerlegen oder zu beweisen. Das geht innerhalb 15, 20 Sekunden. Versuchen Sie zu lächeln, das ist die Gesichtsmechanik. Versuchen Sie die Arme gerade auszustrecken und oben zu halten. Das testet die Lähmungen. Und versuchen Sie, einen einfachen Satz nachzusprechen. Und wenn da irgendwas
nicht so gekonnt wird, wie wir alle das normalerweise können, ist das ein Alarmsymptom für Schlaganfall. Wir werden Sie verlegen auf eine sogenannte Stroke Unit. Da werden Sie durchgecheckt. Die gucken alles Mögliche, Herz, Rhythmusstörungen, Blutdruck, Halsschlagadern, alles gucken die nach. Ja? Und dann, wenn es sich bestätigt, dass es ein Schlaganfall ist, wird das hochprofessionell da behandelt mit auflösenden Medikamenten für die Thromben. Aber das ist alles zu früh. Wir machen jetzt Diagnostik. Lass einfach nur die Infusion laufen, nur damit wir einen Zugang haben. Schlaganfälle kommen, wie der Name schon sagt, plötzlich und aus heiterem Himmel. Es gibt keine Vorboten und dann zählt jede Minute. Je länger der Schlaganfall unbehandelt bleibt, desto mehr Gehirnzellen sterben ab. Tina hat daher Glück, dass ihr sofort medizinisch geholfen wird. Am folgenden Morgen geht es der 27-Jährigen schon besser. Aber Heilpraktiker Tobias hält für die Patientin und seine Zwillingsschwester Larissa bereits den nächsten Schock bereit. Hallo? Tobias? Tobias, was machst du hier? Warum hast du das Handy von Tine in der Hand? Gib mir das Handy von Tine. Gib mir das Handy von Tine zurück. Ja. Was hast du damit gemacht? Was hast du damit? 800 Euro? Hast du dir was überwiesen? Ja, mir hilft ja keiner. Mir hilft ja nie jemand. Mir hilft nie jemand. Hat er schon letztes Mal helfen zu machen? Es hat aber nicht funktioniert und jetzt gerade habe ich nur so getan, als hätte die Hypnose funktioniert. Hat er wieder versucht, sie zu hypnotisieren? Kannst du mir genau erklären, was hier ist? Lasst mich doch mal in Ruhe, ehrlich. Ihr könnt, macht, Tobias, macht, was ihr wollt. Wie kannst du dir so viel Geld von jemandem einfach klauen? Ciao. Hier bei der Frau Fellhauer konnte man ganz schön sehen, sie hat ihm misstraut. Deshalb war die Hypnose nicht so tief, wie er es für seine böse Tat gerne gehabt hätte. Sondern da war irgendwas in ihrem Wachbewusstsein dann doch noch, was sie hat aufspringen lassen. Leider hat sie sich bei dieser Flucht dann sozusagen das Knie kaputt gemacht. Aber das zeigt eigentlich, es muss ein Rapport sein und mit Hypnose Verbrechen zu induzieren, funktioniert dann doch nicht. Gott sei Dank. Und das war der Auslöser für den Schlaganfall? Nein, das war nicht der Auslöser für den Schlaganfall. Sie haben auch keinen Schlaganfall. Ja, das ist jetzt hier die gute Botschaft. Dieses CT vom Kopf, vom Gehirn, sieht genauso aus, wie das bei einer 28-jährigen gesunden Frau aussehen muss. Sie haben keinen Schlaganfall gehabt. Sie haben eine sogenannte TIA gehabt, eine transitorisch-ischämische Attacke. Ja? Sie haben ein mini-mini-kleines Loch in der Herzscheidewand und dadurch ist tatsächlich eine ganz kleine Embolie, also Mini-Blutgerinnsel, hochgeschossen in die Gehirnschlagadern und haben im Gehirn kurzfristig, aber nur kurzfristig, eine Durchblutungsstörung gemacht. Wir konnten einige häufige Ursachen ausschließen, die auch nicht zum Alter gepasst hätten, wie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen oder Verkalkungen in den Halsschlagadern. Bei ihr fand sich eine eher seltenere Ursache, ein ganz kleines Loch in der Herzscheidewand, was man aber mit einem Kathetereingriff verschließen kann. Und damit ist sie aus der Gefahrenzone raus. Sie hat kein erhöhtes Risiko für große oder neue Schlaganfälle. Ich werde dich unterstützen beim wieder gesund werden und das mit dem Geld kriegen wir auch schon irgendwie geregelt. Ich werde alles geben, das wieder gut zu machen. Auf jeden Fall, Tine. Tines Loch in der Herzscheidewand sowie ihr Meniskusriss wurden operativ behoben. 6 Monate später ging die junge Frau wieder ihrem Job als Fitnesstrainerin nach. Der Bruder ihrer Mitbewohnerin hat das Geld zurücküberwiesen und versucht endlich sein Leben in die richtige Bahn zu steuern.